Herr Großadmiral, wir sind gestern bei der etwas mühsamen Urkunde 32 stehen geblieben. Und zwar bei der Position 11. Es kommt jetzt die Position 12. Überschreiten der zugestandenen Bestände an Munition. Darf das Tribunal daran erinnern, ist die Urkunde C32, US50, im Dokumentenbuch 10a, Seite 8. Position 12. Die jeweils drei Spalten enthält. Ich darf Sie bitten, Herr Zeuge, zu diesem Vorwurf des Überschreitens des Munitionsbestandes Stellung zu nehmen. Es sind einzelne Munitionsbestände überschritten, andere unterschritten. Ich kann nicht mehr sagen, aus welchen Gründen das im Einzelfalle geschehen ist. Ich nehme an, dass es sich sehr stark danach gerichtet hat, was aus dem Weltkrieg noch übrig geblieben war. Wenn bei den ersten beiden Positionen, 17 cm und 15 cm, der Bestand etwas überschritten ist, so ist er bei der dritten Position, den 10,5 cm, stark unterschritten, statt 134.000, 87.000. Bei dem nächsten 8,8 wieder etwas überschritten, dann wieder unterschritten und ebenso bei der letzten Position. Aber eigentlich alles sehr unwesentliche Beträge. Zu dieser Position ist allerdings in der dritten Spalte im Exemplar des Gerichts. Bei Ihnen, Herr Zeuge, auf der nächsten Seite. Angeführt, dass Munitionsmengen teils in Fertigung, teils in Anlieferung sind. Und dann bald die Gesamtzahl überschritten sein wird. Ich wollte dazu nur fragen, die Aufstellung stammt vom September 33. Dann ist der Bestand also nach der Zeit September 33 wohl berechnet oder Herbst 33. Ich habe das letzte nicht verstanden. Wenn in der Urkunde gesagt ist, dass infolge späterer Maßnahmen die zugestandene Gesamtzahl überschritten sein wird, die ja nach dieser Liste noch unterschritten ist, dann ist das doch von dem Zeitpunkt Herbst 33 abgerechnet. Ist anzunehmen, jawohl, weil da für die neuen Geschütze auch neue Munition wieder gefertigt wurde und dann alte Munition verschrottet werden musste. Es ist hier noch zu bemerken, dass die Munition für die schwere Artillerie, die hier nicht aufgeführt ist, in allen Fällen unterschritten war. Wir hatten ein verhältnismäßig reichliches Maß von schwerer Artilleriemunition für die schweren Küstengeschütze bewilligt bekommen und hatten gar nicht so viel, wie uns bewilligt worden war. Ich darf zur Erleichterung des Gerichts darauf hinweisen, dass dieser letzte Punkt sich aus der Urkunde selbst ergibt. In dem Gerichtsexemplar unter Ziffer 12, Spalte 2. Gleich nach den einzelnen Ziffern steht dieser Satz, dass die Bestände für die schwere Artillerie nicht ausgenutzt sind. Es kommt dann Ziffer 13. Überschreiten der zugestandenen Bestände an Maschinengewehren, Gewehren, Pistolen und Gasmasken. Hier ist ebenfalls, Nein, bitte. Hier ist ebenfalls zuzugeben, dass die Bestände in den einzelnen Fällen
um nicht sehr große Beträge überschritten sind. Zum Beispiel die Gasmasken, da ist ein Bestand von 43.000 statt 22.500. Gewehre und Maschinengewehre waren nach dem Weltkriege in großen Mengen auch von Einzelpersonen beiseite geschafft worden. Vielfach auf Bauernhöfen und so weiter. Die wurden nachher wieder eingesammelt und daraus ergab sich ein verhältnismäßig größerer Bestand. Aber es handelt sich ja hier nirgends um irgendwelche beträchtlichen Mengen. In gleicher Weise ist es bei den Beständen an Munition, Seitengewehren, Handgranaten, Scheinwerfern, Nebelgerät. Ebenfalls nicht in beträchtlichen Mengen. Ziffer 14. 14. Beschaffung von 337 MGC-30 ohne Verschrottung gleichwertiger Waffen. Da ich nicht... Dr. Simmers, shall it be possible to deal with all these various points in this document in one statement as to why there were these excesses? I mean, we've got a statement which contains 30 different items, and you've only got as far as 13, and you're dealing with each one. President, ich persönlich bin durchaus einverstanden und es tut mir leid, dass ich dem Tribunal mit dieser Urkunde solche Mühe bereite. Ich selbst habe bei der Bearbeitung als Nicht-Marinefachmann ebenfalls sehr viel Mühe gehabt. Aber ich glaube, dass ich es nicht verursacht habe. Die Anklage hat die einzelnen Positionen als Beweis benutzt und... Not blaming you, but we want to get on. We want to get on. We're not blaming you, but the question is, can't it be done in one explanatory statement, one short explanatory statement? Yeah. Ich will es versuchen, Herr Präsident, und werde es abkürzen. Ziffer 15 bis 17 erzeuge es, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Das waren beabsichtigte Punkte. Für später beabsichtigte Punkte, die erst für die Jahre 33 und 34 in Frage kamen. Ich darf lediglich das Tribunal darauf hinweisen, dass Ziffer 17 den beabsichtigten Bau der Reservezerstörer betrifft. Dieser Bau war gestattet nach dem Versailler Vertrag. Ziffer 18 übergehe ich, da wir ihn bereits behandelt haben. Ziffer 19 ist wiederum nur beabsichtigt. Ziffer 20 darf ich als unerheblich ansehen als Bewaffnung von Fischereifahrzeugen. Ziffer 21 bis 29. I think perhaps you should ask the defendant to explain some of these observations in the third column, remarks. I mean, in 18, for instance, difficult to detect, if necessary, can be denied. Das waren die Erklärungen, die dem unserem Vertreter beim Völkerbund, bei der Abrüstungskonferenz mitgegeben worden waren von dem Referenten. Es bezieht sich nicht auf die hiesigen Verhältnisse. Der Bau von U-Boots-Einzelteilen zum Beispiel fand im Auslande statt oder sollte zunächst vorbereitet werden. Hat dann im Jahre 34, 35 stattgefunden und das erste U-Boot ist dann Ende Juni 35 in Dienst gestellt worden. Ich darf festhalten, Herr Zeuge, dass nur der Bau und Erwerb von U-Booten untersagt war. Ja, der Bau in Deutschland. Ich werde später im Plädoyer begründen, dass kein Vertragsverstoß vorliegt bei diesen Einzelteilen. Ich glaube aber, Sie müssten doch darauf hinweisen,
warum man zu dieser Zeit, obwohl die Einzelteile gestattet waren, es verbergen wollte. Ich darf Sie daran erinnern, dass es September 33 ist, zu einer Zeit, wo bereits Verhandlungen geplant waren. Ja, während dieser Zeit, vor dem Abschluss des englischen Flottenabkommens über das Verhältnis 35 zu 100, war Hitler besonders darauf bedacht, alles zu vermeiden, was die Verhandlungen irgendwie stören könnte. Und dazu gehörte auch, da in England das Thema U-Boote besonders empfindlich behandelt wurde, der Bau von und die Vorbereitung von U-Boots-Einzelteilen. Beruhte dieser Zusatz nicht darüber hinaus, ebenso wie andere Bemerkungen in dieser zweiten Spalte, auf den schlechten Erfahrungen, die die Marine innenpolitisch gemacht hatte, dass jedes Mal, wenn die kleinste Kleinigkeit unternommen wurde, sofort ein innenpolitischer Streit entstand? Jawohl, das ging so weit, dass der Reichswehrminister gelegentlich von preußischen Ministern, die nicht so eingestellt waren wie die Reichsregierung, Müller, Severing, Stresemann und Maria Brüning, angegriffen wurde und beim Reichskanzler angezeigt wurde, dass er Dinge betriebe, die er nicht dürfe. Während doch die Reichsregierung selbst die ganzen Dinge genehmigt hatte und für sie verantwortlich zeichnete. Demnach waren also viele Dinge nur aus innenpolitischen Gründen geheim gehalten, um es nicht im Etat erscheinen zu lassen. Jawohl. Und zwar unter Billigung der Reichsregierung. Unter Billigung der Reichsregierung. Bei den Firmen handelt es sich darum, dass eine Anzahl von Firmen... Verzeihung, so. Ich möchte dann unter diesen Umständen auf die Spalte 2 zu Ziffer 20 zurückkommen, da ich im Protokoll sehe, dass die Anklage auch diesen Punkt ausdrücklich hervorgehoben hat. Und zwar bei der Bewaffnung der Fischereifahrzeuge darauf hingewiesen hat, dass als Entschuldigungsgrund angeführt ist, Warnungsschießen bagatellisieren. Ja. Die beiden Fischereifahrzeuge waren ganz kleine Fahrzeuge, an sich unbewaffnet, die dazu dienten, die Fischerei in der Nordsee bis nach Island hinauf zu beaufsichtigen und ihr zu helfen, sie zu unterstützen in Notfällen. Leute an Bord zu nehmen, die krank waren und sie auch gegen andere Fischer anderer Nationen zu schützen. Wir hielten es für zweckmäßig, wenigstens ein 5 cm Geschütz auf diese Schiffe zu geben, die ja an sich Kriegsschiffe waren. Das Warnungsschießen heißt, dass sie in der Lage sein mussten, wenn sie die Fischer auf irgendetwas aufmerksam machen wollten, einen Salutschuss abzugeben. Also es war eine ganz geringfügige Angelegenheit, die an sich nicht etwa künstlich bagatellisiert werden musste, sondern die wirklich eine Bagatelle war. Es kommen dann die Punkte 21 bis 28. Es handelt sich hierbei unter Aufzählung verschiedener Firmen um Industriefirmen, die mit Rüstungsaufgaben betraut wurden. Im Versailler Vertrag waren bestimmte Firmen genehmigt worden, andere Firmen durften nicht beauftragt werden. Tatsächlich sind auch andere Firmen beauftragt worden. Vielleicht können Sie dazu generell Stellung nehmen. Ja. Es war die Zeit damals, wo wir sehr stark hofften, dass in der Abrüstungskonferenz Fortschritte gemacht werden würden. Dieser McDonald-Plan war schon angenommen, der eine gewisse Besserung brachte. Und wir mussten in Folge damit rechnen, dass die wenigen Fabriken, die wir hatten, in den nächsten Jahren
eine größere Leistungsfähigkeit zeigen müssten, was zum Beispiel auch schon durch den Schiffbauersatzplan bedingt. Infolgedessen wurden solche Fabriken, die Spezialdinge verfertigten, besser eingerichtet und besser ausgerüstet. Es handelt sich aber hier niemals um schwere Geschütze und derartige Dinge, sondern um mechanische Zünder, Sprengstoffe, zum Beispiel Minengefäße, Mundlochbuchsen, alles Kleinigkeiten, aber Spezialsachen, die eben nur von gewissen Firmen angefertigt werden konnten. Dann wurden außer den erlaubten Firmen nun auch nicht zugelassene Firmen hinzugezogen. So wurde zum Beispiel die Friedrich-Kopp-Gruson-Werke in Magdeburg, Nummer 25, zur Fertigung von Flakgeschützen und Flakgeschützrohren von 2 cm bis 10,5 cm eingerichtet. Ebenso Nummer 26, eine Fabrik zur Fertigung von Flakgeschossen. Sprengstoff 27. Ich glaube, wir brauchen die Einzelheiten. Nein, und dann nachher noch für Motoren, die ja auch nur noch stärker gebraucht wurden. Eine Frage, die sich auf all diese Positionen erstreckt. Liegt nicht eine gewisse Kompensation insofern vor, als ein Teil der Firmen, die genehmigt waren, bereits aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen ausgefallen waren? Das kann man sagen, denn diese Firmen bekamen ja verhältnismäßig sehr wenig Lieferungen und konnten aus denen allein nicht bestehen. Ich glaube, Herr Zeuge, man kann es nicht nur sagen, sondern man muss es sagen. Ich darf Sie hinweisen auf die Position 22, Spalte 3. Die wörtlich lautet, Liste ist sowieso überholt durch Ausscheiden von Firmen. Ja. Bleibt dann noch die Ziffer 29 und 30. Nummer 29 sind Vorbereitungen auf dem Gebiet des Motorenversuchsbootswesens. Ich glaube, dass es sich um Vorbereitungen handelt auf einem minimalen Gebiet. Ich kann momentan nicht genau sagen, worum es hier handelt. Ich glaube auch, dass das Tribunal dann kein Gewicht mehr darauf legen wird. Dann bitte ich nur noch um ein abschließendes Wort zu Ziffer 30. Voraussichtlich in nächster Zukunft notwendig werdende weitere materielle Verstöße, einschließlich bis 34. Ja. Im Wesentlichen haben Sie die Frage beantwortet, durch Ihren Hinweis auf die geplanten und zum Teil schon im Laufe befindlichen Unterhaltungen mit der britischen Regierung. Jawohl, darum handelt es sich. Es handelt sich also hier um Dinge, die im Rahmen dieser Verhandlungen sowieso mit der britischen Regierung bzw. Admiralität besprochen werden sollten. Das kann man nicht bei allen sagen. Zum Beispiel bei 1, A1, 1 bis 3, da handelt es sich um Minen. Also dass die Zahl der Minen vergrößert werden sollte, beziehungsweise
modernes Material anstelle des alten gesetzt werden sollte. Dann geht es wieder so weiter mit der Einlagerung von Geschützen aus dem Nordseebereich in den Ostseebereich, Nichtverschrottung von Geschützen. Dann darf ich Sie bitten, abschließend zu diesem Gesamtkomplex zu sagen, wie es für einen Marinefachmann, der Sie sind, aussieht. Sind es alles zusammengesehen geringfügige Verstöße und wie weit tragen diese Verstöße offensiven Charakter? Nein, wie ich gestern schon sagte, handelte es sich hauptsächlich um eine ganz kärgliche Verbesserung unserer Verteidigung in einer fast verteidigungslosen Lage. Und die einzelnen Posten, die ich ebenfalls gestern ausführte, sind ja so belanglos, dass man sich eigentlich gar nicht längere Zeit damit befassen kann. Ich glaube, dass auch die Kontrollkommission den Eindruck hatte, dass allen diesen Sachen nicht allzu viel Gewicht beizulegen sei. Denn als im Jahre 25 die Kontrollkommission Kiel verließ, wo sie ihren Sitz gehabt hatte und wo sie mit den Organen der Marineleitung zusammengearbeitet hatte, da sagte der Commander Fenschow, der Chef einer solchen Kommission, Stabschef bei Admiral Charlton, der in erster Linie in all den Geschützangelegenheiten mit einem Feuerwerkskapitän Renken, dem Spezialisten für diese Dinge, zusammengearbeitet hatte, folgende Worte: Wir müssen uns jetzt trennen und Sie sind froh, dass wir weggehen. Sie haben keine schöne Aufgabe gehabt, wir auch nicht. Eins muss ich Ihnen sagen, Sie dürfen nicht denken, dass wir glaubten, was Sie gesagt haben. Sie haben kein einziges wahres Wort gesagt, aber Sie haben Ihre Auskunft so geschickt erteilt, dass wir Ihnen glauben konnten. Und dafür danke ich Ihnen. Ich komme jetzt zur Urkunde C29 gleich US 46. Sie findet sich, Herr Präsident, im Dokumentenbuch 10 von Reeder, Seite 8, im Anklagedokumentenbuch. Note 10. Seite 8. Auch diese Urkunde wurde schon bei dem Generell Vortrag der Anklage zu Beginn des Prozesses am 27. November vorgelegt. Es handelt sich um eine Rede, um ein Schriftstück von Reeder, unterzeichnet vom 31. Januar 1933. Allgemeine Richtlinien für die Unterstützung der deutschen Rüstungsindustrie durch die Reichsmarine. Die Anklagebehörde hat darauf hingewiesen und glaubt daraus schließen zu können, dass sie bereits einen Tag nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler sich positiv für Hitler einsetzten durch dieses Rundschreiben.
bitte Sie dazu Stellung zu nehmen. Dieses Schreiben hatte mit dem Dienstantritt Adolf Hitlers nicht das Geringste zu tun. Man wird zugeben, dass es unmöglich ist, vom 30. Januar abends bis zum 31. Januar ein derartig umfangreiches Schreiben aufzusetzen, das immerhin stark durchdacht war. Sondern es ist die Folge der von mir vorher schon erwähnten Hoffnung, dass schon unter der Regierung Papen und von Schleicher die Versailler Bestimmungen von der Abrüstungskonferenz allmählich gelockert werden würden. Da ja die englische Delegation doch sich schon wiederholt ausgesprochen hatte für die allmähliche Einführung der Gleichberechtigung. Infolgedessen mussten wir daran denken, unsere Industrie, soweit sie für Rüstungen in Frage kam, möglichst in einen möglichst guten Zustand zu versetzen, indem wir ihre Leistungsfähigkeit steigerten, dadurch, dass wir ihre Konkurrenzfähigkeit steigerten. In dieser Richtung, wie ich in diesem Schreiben unter C sage, bewegten sich damals die Bemühungen fast aller Länder, also auch derjenigen, die anders als Deutschland keinen Beschränkungen unterlagen. England, Frankreich, Nordamerika, Japan, vornehmlich auch Italien, machten die stärksten Anstrengungen, ihrer Rüstungsindustrie Absatzgebiete zu sichern. Und auf diesem Gebiete wollte ich Ihnen folgen. Und dazu war nötig, dass innerhalb der Marineleitung der einzelnen Abteilungen ein Verständnis dafür vorhanden war, dass man diese Industrie unterstützen müsste. Und zwar in der Weise, dass man nicht in zu kleinlichem Maße die technischen Dinge und Entwicklungen geheim hielt. Ich setze deswegen unter E auseinander, dass es weniger darauf ankommt, die einzelnen Kleinigkeiten geheim zu halten, als im Ganzen immer auf der Höhe und vorne an zu sein. Und im Schlusssatz sage ich, zusammenfassend lege ich besonderen Wert darauf, dass auch nach Lockerung der heutigen Bindungen, mit der wir nämlich immer rechneten, der einschlägigen Industrie seitens der Marine nachhaltige Unterstützung gewährt wird. Damit die Industrie Vertrauen auch im Auslande gewinnt und dadurch ihre Produkte absetzen kann. Das hat mit Hitler gar nichts zu tun und mit einer eigenmächtigen Aufrüstung ebenfalls nicht. Können Sie sagen, wann Sie etwa diese Richtlinien Ihrerseits entworfen haben? Also im Laufe des Monats Januar. Ich will mal sagen, wir haben vielleicht im Anfang Januar darüber eine Sitzung abgehalten und ich habe es dann nachher zu Papier bringen lassen. Sicherlich doch wohl 2 bis 3 Wochen früher, als dieses Schreiben herausging. Ganz bestimmt, ja. Ganz bestimmt. Und ich glaube, dass es selten ist, dass man von einer Behörde ein Schreiben bekommt, einen Tag, nachdem der Chef der Behörde es erdacht hatte. Ich darf nur noch um eins Sie bitten, mir zu sagen. Dieser Punkt, Lockerung der heutigen Bindungen, das ist also Lockerung des Versailler Vertrages. Durch die Abrüstungskonferenz. Den haben Sie in dieser Urkunde 4-mal erwähnt, sodass ich annehme, dass das die Grundlage war. Jawohl, ja. Die ganze Atmosphäre war damals so, unter diesen beiden Regierungen, die ich erwähnte, dass man damit rechnen konnte, dass eine Besserung eintreten würde. Dies war die Grundlage
um die bereit sich, um nur einige Namen zu nennen, Stresemann, Brüning, bemühten, jawohl, wo sie sich verpflichtet fühlten, da etwas Vorsorge zu tragen. Ja. Ich glaube, auf weitere Einzelheiten brauche ich nicht einzugehen. Ich habe die Urkunde immer und immer wieder gelesen und habe keinen Punkt finden können, aus dem die Anklage nationalsozialistische Ideen hergeleitet hat. Ich komme dann zu der Urkunde C-140. Der Präsident ist es US-51 und sie findet sich im Dokumentenbuch 10a, Seite 104. Darf ich einmal unterbrechen, Herr Doktor? Wäre es nicht richtig, wenn ich jetzt noch das sagen könnte, was ich gerne in Ergänzung der Ausführungen über C-156 über Flugzeuge zu sagen habe? Ich bitte um Entschuldigung, es ist vielleicht praktisch, ehe ich auf ein neues Gebiet übergehe, die Versailler Verstöße vollständig zu erledigen. Ich habe dies vergessen. Die Anklage hat die Urkunde C-156 vorgelegt. Ein Buch von Kapitän zur See Schüssler aus dem Jahre 1937, in welchem fast die gleichen Verstöße zusammengestellt sind, die in der Urkunde C-32 enthalten sind, sodass diese Urkunde damit gleichzeitig erledigt ist. Darüber hinaus findet sich dort der U-Bootsfall, das Konstruktionsbüro in Holland, den wir auch schon erledigt haben. Es bleibt dann aber noch ein Punkt, zu dem ich Sie bitte, Stellung zu nehmen, nämlich die Frage einer gewissen Vorbereitung für eventuell später genehmigte Marineflugzeuge. Schon lange vor meinem Dienstantritt war auch auf dem Gebiete des Flugzeugwesens allerlei vorbereitet. Es waren, wie ich aus diesem Buch entnehme, eine Anzahl von Flugzeugen angekauft worden. Sie wurden untergebracht bei einer Gesellschaft Severa GmbH, die dem Reichswehrminister bekannt war. Es waren uns durch den Versailler Vertrag Flakgeschütze bewilligt, sowohl an Bord wie auch an der Küste, wie gestern erwähnt wurde. Und diese Flakgeschütze mussten Schießübungen abhalten. Dazu hatte uns die Kontrollkommission eine Anzahl von Flugzeugen bewilligt, die die Luftscheiben zu schleppen hatten. Die Flugzeuge wurden geführt von alten Marinefliegern, die bei dieser Gesellschaft eingestellt wurden. Die Gesellschaft wurde ebenfalls von einem alten Marineflieger geführt. Wir bildeten ferner, da wir in der Marine selbst keine Flieger ausbilden durften, da wir ja keine Marineflugwaffe haben durften, eine Anzahl der Offizieranwärter vor ihrem Diensteintritt, also ein Jahr bevor sie in die Marine eintraten, bei der Verkehrsfliegerschule als Flieger aus, sodass sie in dieser einjährigen Ausbildung zu sehr guten Fliegern ausgebildet wurden. Dann traten sie in die Marine ein und machten die normale Ausbildung durch. In der Severa, die auch den Lohmann-Dingen nahestand und die
der Reichswehrminister Gröner infolgedessen auch im Sommer 1928 aufgelöst hatte, waren diese angekauften Flugzeuge ja vorhanden und der Reichswehrminister Gröner schloss dann im Herbst 1928, bald nachdem ich eingetreten war, eine neue Gesellschaft zusammen mit ähnlichen Aufgaben, aber er hatte selbst den Kontrakt abgeschlossen, um die Korrektheit der ganzen Angelegenheit selbst beaufsichtigen zu können. Es wurden nun in dieser Gesellschaft von den Marinefliegern auch neben ihren sonstigen Aufgaben Versuche gemacht, Flugzeuge für eine spätere Marineluftwaffe zu entwickeln. Nach der Erlaubnis der Regierung durften wir von Typen, die wir brauchen konnten, je ein Modell herstellen, während wir nicht Flugzeuge aufstocken durften. Das hatte die Regierung ausdrücklich verboten. So kam es denn, dass in dieser Gesellschaft im Laufe der Jahre eine Anzahl von Flugzeugtypen entwickelt wurde, die wir in späterer Zeit gebrauchen konnten, als das Flugzeugwesen wieder erlaubt war. Die Übungen in der Marine wurden in der ersten Zeit von den alten Marinefliegern durchgeführt. Das heißt, es handelte sich darum, dass Übungen in der Aufklärung gemacht wurden und dass die Schiffe lernten, sich Flugzeugen gegenüber zu benehmen. Wenn eine Übungsperiode war, bei der diese jungen Marineflieger mit eingesetzt wurden, so wurden sie für diese Zeit aus der Marine entlassen. Es war eine umständliche Angelegenheit, aber es wurde formal stets durchgeführt. Ich darf Sie dann bitten, zu der Urkunde C-140 zu kommen, die ich eben schon nannte, Dokumentenbuch 10a, Seite 104. Es handelt sich um ein Schreiben des Reichsverteidigungsministers von Blomberg vom 25. Oktober 1933. Aus diesem Dokument... Did you say 1933? Yes. 1933. 1933. Seite 104. Well, my page 104 says 1935. Bitte ich vielmals um Entschuldigung. Nach meiner Liste müsste es Seite 104 sein, die ich von der britischen Delegation bekommen habe. Well, how is it headed? Is it directive for the armed forces in case of sanctions? Ja. Ja, in Ziffer 1 kommt Fall von Sanktionsmaßnahmen vor. Aber es ist nicht die Überschrift. No, but it's signed Blomberg. It begins Appendix to the Reich Minister for Defense. Ja. Number 7/33. Lord, it must be 33 from the subject matter. It must be a misprint. Mm-hmm. I notice that Dr. Seymour's copy has got 33, and from the subject matter dealing with the question, it must be 33. Very well. Also ein Schreiben des Reichsverteidigungsministers von Blomberg vom 25. Oktober 1933. An den Chef der Heeresleitung, Chef der Marineleitung und Reichsminister für Luftfahrt. Aus diesem Dokument
leitet die Anklage den Vorwurf her, dass Sie, Herr Zeuge, die militärische Pläne vorbereiteten für einen bewaffneten Widerstand, der notwendig werden konnte, infolge des Austritts Deutschlands aus der Abrüstungskonferenz und dem Völkerbund. Vielleicht nehmen Sie kurz hierzu Stellung. Von dem Austritt aus dem Völkerbund, der bevorstand, hatte ich vorher keine Kenntnis. Diese Verfügung ist 11 Tage nach dem Austritt aus dem Völkerbund erlassen worden und sieht lediglich Verteidigungsmaßnahmen vor für den Fall, dass wegen dieses Austritts irgendwelche Sanktionsmaßnahmen von Seiten anderer Mächte gegen Deutschland ergriffen würden. Es steht unter 2c, ich verbiete zunächst alle praktischen Vorarbeiten. Es ist zunächst also auf diese Verfügung nichts geschehen. Und der Reichsverteidigungsminister ersuchte lediglich um Vortrag, was zu geschehen hätte. Soweit ich mich erinnere, sind von Seiten der Kriegsmarine in dieser Zeit keinerlei Vorbereitungen praktischer Art getroffen worden, denn die Lage vollzog sich ja vollkommen ruhig und es war nicht anzunehmen, dass der Fall einer Verteidigung eintreten würde. Es zeigen wohl auch die Worte unter Ziffer 2a. Vorbereitung auf die Abwehr von Sanktionen. Ja, das heißt, dass es sich ausschließlich um Verteidigung handelt. Nur um Verteidigung. Dass der Austritt aus dem Völkerbund 14. Oktober 1933 erfolgte, 11 Tage vor der Urkunde, ist bekannt und ist von der Anklage laut Protokollseite 257 vorgetragen. Wir kommen dann zu dem Dokument C-166. Dies ist gleich US-48. Der Präsident findet sich im Dokumentenbuch 10, Seite 36. Ein Dokument vom 12. März 1934 stammt von einem Marinekommandanten aus und betrifft Bereitstellung von Hilfskreuzern. Aus diesem Dokument hat die Anklagebehörde lediglich den ersten und zweiten Absatz vorgelesen. Darauf hingewiesen, dass demnach Hilfskreuzer gebaut werden sollten und getarnt als Transportschiffe O zu bezeichnen sind. Die beiden Absätze klingen belastend, sie lassen sich aber ohne weiteres widerlegen. Ich darf mich beziehen auf das Affidavit Lohmann, habe ich bereits überreicht, Nummer 2. Reeder Nummer 2. Dokumentenbuch, also mein Dokumentenbuch, Römisch 1, Seite 5. Es ist ein kurzer Absatz unter Römisch 2.
Ich zitiere. Die mir vorgelegte Urkunde C-166, Schreiben des Marinekommandoamtes vom 12. März 1934, betrifft die Bereitstellung von Hilfskreuzern. Die, wie die Urkunde ergibt, als Transportschiffe O bezeichnet wurden. Diese Schiffe sollten nicht neu gebaut, sondern aus dem Bestand der deutschen Handelsflotte nach dem in dem Dokument aufgeführten Forderungen ausgesucht und auf ihre Geeignetheit für ihre Aufgaben geprüft werden. Danach wurden Pläne für den im Bedarfsfall erforderlichen Umbau aufgestellt, während die Schiffe in der Handelsfahrt verblieben. Ich darf hierbei einschalten, dass in der englischen Übersetzung das Wort Umbau mit Reconstruction übersetzt ist. Ich habe Zweifel, ob dies ganz richtig ist. Ich vermute, dass es jetzt vom Dolmetscher entsprechend Umbau übersetzt worden ist. Soviel ich weiß, betrifft das deutsche Wort Umbau nur etwa den Sinn des englischen Wortes Changes, also mehr den Sinn der Veränderung. Das Zitat weiter, den Auftrag, solche Schiffe bei den deutschen Reedereien auszusuchen, erhielt unter anderem auch die Kriegsmarine-Dienststelle, bei der ich seinerzeit tätig war. Soweit Admiral Lohmann. Herr Zeuge, ist diese Darstellung von Lohmann richtig? Haben Sie hier noch etwas hinzuzufügen? Nein, ich kann bloß noch mal betonen, es handelt sich nicht um den sofortigen Bau, sondern lediglich um das Aussuchen geeigneter Schiffe, das Untersuchen der Schiffe auf die Umbauten, die vorgenommen werden müssten, wenn im Mobilmachungsfalle sie als Hilfskreuzer gebraucht wurden. Das Herstellen der Pläne, und diese Pläne sollten, wie in unter Nummer Ziffer 12 angegeben ist, bis zum 1. April 1935 abgeschlossen sein. Die wurden dann bei der Marinedienststelle hinterlegt, sodass im Mobilmachungsfalle das betreffende Schiff aus der Handelsschifffahrt herausgezogen werden konnte und dann umgebaut werden konnte. Geheim gehalten wurden alle diese Mobilmachungsvorarbeiten, stets. Ich glaube, Hohes Tribunal, das ganze Missverständnis wäre nicht gekommen, wenn die Anklage zwei weitere Sätze mit übersetzt hätte. Das im Englischen vorliegende Exemplar ist sehr kurz und es fehlt die Ziffer 11. Die Ziffer 11 lautet, ich zitiere, es wird gebeten, in Zusammenarbeit mit K zunächst die geeigneten Fahrzeuge auszusuchen und festzustellen, wie viele 15 cm Geschütze zur Erreichung der geforderten Breitseite insgesamt aufgestellt werden müssen und so weiter. Hier findet sich das Wort aussuchen, sodass es also nicht, wie die Anklage vorträgt, ein Bau von Hilfskreuzern ist, sondern ein Aussuchen aus Handelsschiffen. Die Schiffe fuhren dann weiter in der Handelsschifffahrt. Und der zweite Satz, den ich leider in der englischen Übersetzung der Anklage vermisse, ist folgender. Ich zitiere, solange nur eine beschränkte Zahl von Geschützen für die zurzeit 24 für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden kann, sind Vorbereitungen nur für 4 Transportschiffe O zu treffen.
eine Vermehrung ihrer Zahl, voraussichtlich bis auf 6, wird einer Zeit vorbehalten, in der mehr Geschütze zur Verfügung stehen. Bis dahin sind die Erfahrungen mit den Vorbereitungen für die ersten Hilfskreuzer abzuwarten. Da es sich nur um 4, höchstens 6 Handelsschiffe handelt, ergibt sich, glaube ich, die Geringfügigkeit. Ich komme zu der Urkunde C-189. Gleich US-84. Verzeihung. Gleich US-44. Dokumentenbuch der britischen Delegation Nummer 10, Seite 66. Ich bitte Sie um Ihre Stellungnahme. Verzeihung. Ich darf daran erinnern, dass es sich hier um das Gespräch des Großadmiral Reeder mit dem Führer im Juni 1934 auf der Karlsruhe handelt. Herr Großadmiral, ich bitte um Ihre Stellungnahme zu den 3 in dieser kurzen Urkunde angeführten Punkten, die Sie mit Hitler im Juni 1934 auf der Karlsruhe besprachen. Warum wollte Hitler das vergrößerte Deplacement von D und E, also Scharnhorst und Gneisenau, nicht bekannt geben, obwohl es sich laut dieser Urkunde um Defensivwaffen handelt. Und jeder Fachmann die vergrößerte Tonnage eines solchen Schiffes selbst sehen konnte und, wie ich weiß, auch tatsächlich gesehen hat. Es handelt sich hier um die Zeit, wo wir überlegten, was wir mit den beiden Panzerschiffen D und E tun könnten im Anschluss an den zu erwartenden englischen Flottenvertrag, die für den Etat 1934 mir von Hitler bewilligt waren für die Marine. Wir waren uns darüber klar, dass wir die Panzerschiffe als solche nicht weiterbauen wollten, weil wir das Material, was wir hatten, auf bessere Weise ausnutzen könnten. Sie waren sich doch darüber klar, dass jeder Fachmann von der britischen oder amerikanischen oder sonstigen Admiralität ohne weiteres bei einer Reise sehen kann, wenn er dieses Schiff trifft, das statt 10.000 Tonnen 26.000 Tonnen hat. Das ist selbstverständlich. Aber es war also lediglich die Absicht, when you are examining a witness directly, you ought not to put leading questions which put into his mouth the very answer that you desire. You are stating all sorts of things to this witness and then asking him, isn't that so? Ich bitte um Entschuldigung. Ich werde mich bemühen, die Fragen anders zu stellen. Meine Antwort ist auch anders. Also, es handelte sich hier zunächst um die Pläne. Ich hatte um die Erlaubnis gebeten, die beiden Pläne der Panzerschiffe umzuarbeiten. Erstmal in der Richtung der Verstärkung der Defensivwaffen, nämlich des Panzers und der Unterwassereinteilung. Auf eine Verstärkung
der Offensivwaffen, nämlich einen dritten 28 cm Turm, dann statt 9 28 cm, wollte der Führer noch nicht zugestehen, weil er, wie ich vorher schon sagte, unter keinen Umständen die englischen Verhandlungen stören wollte. Er genehmigte also zunächst nur ein mittleres Déplacement von ungefähr 18.000 bis 19.000 Tonnen. Und wir waren uns darüber klar, dass wenn die Lage so weit wäre, dass man auch einen dritten 28 cm Turm aufsetzen könnte, dass dann das Déplacement ungefähr 25.000 bis 26.000 Tonnen sein würde. Aber wir sahen in keiner Weise eine Veranlassung, das jetzt schon bekannt zu geben, wie es ja überhaupt in den Marinen üblich ist, die Neubaupläne von Schiffen, besonders von neuen Typen, möglichst spät bekannt zu geben. Das war der Hauptgrund. Und außerdem wollte Hitler auch nicht durch solche Zahlen, die da angegeben wurden, ebenso eine besonders hohe Geschwindigkeit, die Aufmerksamkeit des Auslandes auf diese Bauten richten. Eine Veranlassung, sonst das nicht bekannt zu geben, lag nicht vor. Ich bitte Sie dann, zu Ziffer 2 der Urkunde Stellung zu nehmen, die Ihnen die Anklage besonders vorwirft, weil Sie dort die Ansicht ausgesprochen haben, dass die Flotte später doch gegen England entwickelt werden müsse. Wir hatten uns zunächst, wie ich eigentlich später ausführen wollte, die französischen Neubauten als Vorbild genommen. In der französischen Marine war damals der Dunkirk-Typ mit 8,33 cm und einer hohen Geschwindigkeit gebaut worden, zum Vorbild genommen. Zumal ja, wie nachher erwähnt werden wird, nach Auffassung von Hitler ein Rüsten gegen England in keiner Weise in Frage kam. Nun hatten wir eben die Absicht, gegen diese Schiffe, diese beiden Panzerschiffe umzubauen in Schlachtschiffe von 9, 28 cm und hoher Geschwindigkeit. Wir erfuhren dann aber, dass in England der King George-Typ entworfen war, der 35,6 cm hatte, also stärker als der französische Typ. Und deswegen sagte ich, wir werden doch später darauf kommen müssen, von diesem Ausgleichen nach dem französischen Typ abzugehen und uns nach England zu richten, das jetzt die 35 cm baut. Es ist eine falsche Übersetzung, wenn da steht, wir müssten oppose England. Sondern in meinem Text steht, es müsse auf England entwickelt werden müssen. Das heißt also, man müsse sich mit den Schiffstypen dann nach den englischen ausrichten. Das wurde nach kurzer Zeit aber auch überholt, denn nunmehr baute Frankreich Schiffe mit 38 cm, den Richelieu-Typ, und wir entschlossen uns dahin, ebenfalls Schiffe mit 38 cm zu bauen, was nachher Bismarck wurde. Also das Wort oppose wäre ja ganz sinnlos in einem Moment, wo wir bestrebt waren, mit England einen Vertrag abzuschließen, der dahin führte, dass wir unter gar keinen Umständen England gewachsen sein konnten. Wir kommen dann zu Ziffer 3 dieses Schreibens, den die Anklagebehörde ebenso wichtig nimmt, wo es heißt, ich zitiere, Führer fordert völlige Geheimhaltung des U-Bootsbaus, auch mit Rücksicht auf Saar-Abstimmung. Ja.
Zitat zu Ende. Zu dem Bestreben des Führers, möglichst den U-Bootsbau geheim zu halten oder auch die Vorbereitungen zum U-Bootsbau geheim zu halten, wie in diesem Falle, habe ich mich vorher schon geäußert. Es war der Punkt, auf dem er mit am empfindlichsten war, weil er unter keinen Umständen die Verhandlungen stören wollte. Es war überhaupt so, dass er selbst in dieser ganzen Zeit außerordentlich vorsichtig war und unter keinen Umständen irgendetwas unternehmen wollte, was diesen von ihm so sehr erstrebten Flottenvertrag hätte sabotieren können. Ich verstehe hier nicht ganz das Wort Geheimhaltung des U-Bootsbaus. U-Boote wurden ja noch gar nicht endgültig gebaut. Nein, ich sagte schon, der Vorbereitung, Geheimhaltung der Vorbereitung. Das ist ja nur eine kurze Ausdrucksweise. Wir kommen dann zu der Urkunde C190, gleich US-45. Im Dokumentenbuch der britischen Delegation Nummer 10, Seite 67. Es handelt sich um das Gespräch zwischen Hitler und Reeder am 2. November 1934 auf der Emden. In dieser Urkunde, die Sie vor sich haben, teilt Hitler Ihnen mit, dass er den schnellen Ausbau der Marine bis 38 für erforderlich hält und dass er im Notfalle Dr. Ley veranlassen werde, der Marine 120 bis 150 Millionen von der Arbeitsfront zur Verfügung zu stellen. Hatten Sie überhaupt irgendetwas mit der Geldbeschaffung für die Aufrüstung zu tun? Ich kann nicht. Hören Sie jetzt wieder? Jetzt höre ich. In der Urkunde ist von den 120 bis 150 Millionen die Rede, die Hitler durch Ley zur Verfügung stellen will. Hatten Sie überhaupt irgendetwas mit der Geldbeschaffung für die Aufrüstung der Marine zu tun? Nein, mit der Geldbeschaffung an sich nicht, sondern ich beantragte die Mittel beim Reichsverteidigungsminister, der mir für den Ausbau die Mittel zuwies. Ich nehme an, dass diese Äußerung erfolgte, weil die Zuweisung, die für dieses Jahr an mich beabsichtigt war für die Marine, mir zu gering erschien. Und daraufhin diese Äußerung des Führers, im Notfalle werde er Herrn Dr. Ley veranlassen. Das ist aber nie geschehen, sondern ich habe meine Mittel nur auf dem Wege über den Reichsverteidigungsminister bekommen. Obwohl ich den Vorwurf der Anklage, da es ja lediglich eine Mitteilung von Hitler war, die sie gar nichts anging, nicht ganz verstehe, möchte ich doch auf die Summe zurückkommen. Ich darf daran erinnern, dass ein Panzerkreuzer des alten, kleinen Typs von 10.000 Tonnen 75 bis 80 Millionen kostete. Wieso ist dann diese Summe von 120 bis 150 Millionen, kann die Marine in die Lage versetzen, nunmehr eine große Aufrüstung hervorzurufen? Nein, bestimmt nicht. Es wurden ja jetzt nun schon aus diesen beiden Panzerschiffen zwei Schlachtkreuzer, die schließlich 26.000 Tonnen sein sollten, also zweieinhalbmal so groß. Also kann man sich denken, wie die Kosten stiegen. Also ist auch die Summe keine entscheidende Summe? Nein, keine entscheidende Summe, nein. Ich
bitte Sie dann, auf Ziffer 2 überzugehen. Laut Ziffer 2 der Urkunde haben Sie bei dieser Besprechung Hitler darauf aufmerksam gemacht, dass eventuell im ersten Vierteljahr 1935 sechs U-Boote bereits zusammengesetzt werden müssten. Ich habe das deswegen gesagt, weil ich wusste, dass Anfang 35 die Wehrfreiheit erstrebt werden sollte und meinte, dass daraus vielleicht eine kritische Lage bezüglich von Sanktionen entstehen könnte, mit denen auch Hitler immer rechnete. Und ich nehme an, dass von dieser Sache die Rede war und dass ich deswegen vorschlug, wenn etwas Besonderes zur Verteidigung nötig wäre, im Falle die Lage irgendwie kritisch würde durch die Wehrfreiheit, dass dann schon sechs U-Boote vorher zusammengesetzt würden, die sonst erst später zusammengesetzt werden sollten, aus den Teilen, die im Auslande beschafft wurden. Hat Hitler diesen Befehl dann erteilt? Nein, der Befehl ist nicht erteilt worden. Ich glaube, dies ergibt sich auch aus der Urkunde selbst. Herr Duxim, you might break off now. Hello recording, hello recording, there's the break, there's the break. Hello recording, there's the break. Eine Viertelstunde und vier Seiten. Can I put lenses here? I should like to go a moment to eat there. Ich komme dann zu der Urkunde C-159. Das ist US. Das ist US 54. Die Urkunde befindet sich im Dokumentenbuch der britischen Delegation 10a, Seite 110. Es handelt sich um ein Schreiben des Reichskriegsministers von Blomberg vom 2. März 1936 und betrifft die entmilitarisierte Zone. Haben Sie, Herr Zeuge,
lange Vorbereitungen, für die am 7. März 1936 stattfindende Aktion militärisch getroffen. Nein. Etwas Pause zwischen Anfrage und Antwort, bitte. Nein, ich habe keine langen Vorbereitungen getroffen. Ich habe den Plan erst durch diese Urkunde vom 2. März erfahren. Ich darf hinweisen auf die Ziffer 6, wo gesagt wird, um den friedensmäßigen Charakter der Aktionen zu wahren, sind militärische Sicherungen und Vorausmaßnahmen ohne meinen ausdrücklichen Befehl nicht zu treffen. Es wurde also angezeigt, dass die ganze Aktion einen friedensmäßigen Charakter haben sollte. Vor Anfang März wussten Sie von der ganzen Aktion gar nichts. Nein, ich glaube, dass gerade diese Aktion besonders geheim gehalten worden ist. Ich komme dann zu dem Dokument C-194 gleich US-55, Dokumentenbuch britische Delegation 10a, Seite 128. Es handelt sich um ein Schreiben des Oberkommandos der Wehrmacht. An den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine aus dem Jahre 36, wie der Wortlaut ergibt, vom Anschein vom 6. März 1936. Betrifft also die gleiche Angelegenheit wie die vorige Urkunde. Darf ich hierzu um Ihre Stellungnahme bitten? Will you give me the page again? It should be 128A. 128R. 128A, my lord. Ja. Thank you, Herr. Darf ich Sie bitten, hierzu Stellung zu nehmen? Der Reichsverteidigungsminister hatte genehmigt, dass eine gewisse Luftaufklärung, und zwar am 6. März, das heißt am Tage vor der Rheinlandbesetzung, eine gewisse Luftaufklärung über der Nordsee erfolgen dürfe, während er die Entscheidung darüber, ob man auch U-Boote als Aufklärungslinie nach Westen vorschicken sollte, bis zur Höhe von Texel, erst am nächsten Tage treffen wollte. Ich habe daraufhin einen Befehl erlassen am 6. März 36 und habe noch besonders angeordnet... Verzeihung, ich darf darauf hinweisen, dass der Befehl von Reeder vom 6. März 36 auf derselben Urkunde angehängt ist. Also im Wortlaut dem Gericht vorliegt. Bitte? Und habe in diesem Befehl vom 6. März vorbereitet das Auslegen der U-Bootslinie und das Aufklären in der deutschen Bucht am 7. März. Ich habe noch besonders darauf hingewiesen, dass es vermieden werden müsse, ein falsches Bild von den Absichten des Führers zu erwecken und dadurch die friedliche Aktion
zu erschweren. Ich darf hierzu ergänzen, dass ich diese Worte in dem Schreiben vom 6. März 36 unter Ziffer 5 befinden. Bei den letzten Zeilen. Das waren alles auch nur Vorsichtsmaßnahmen für den Fall, dass eine feindliche Gegenaktion stattfinden sollte. Irgendwelche großen Vorbereitungen sind nicht getroffen worden. Nein. Ich komme dann auf die zwei letzten Urkunden, die noch zu dem Thema Versailler Vertrag und Aufrüstung gehören. Und zwar C-135 gleich GB 213. Im Dokumentenbuch 10, Seite 20. Im Dokumentenbuch der britischen Delegation, Nummer 10, Seite 20. Mit der Überschrift Geschichte der KG, das heißt Kriegsgliederung, und des Mobplanes. Sie stammt aus dem Jahre 1938. Diese Urkunde ist von der Anklagebehörde in vollem Umfange verlesen worden. Und es wird daraus ein sehr schwerwiegender Vorwurf erhoben, weil in der Urkunde gesagt ist, dass Hitler die Forderung gestellt hat, ihm in 5 Jahren, das heißt bis zum 1. April 1938, eine Wehrmacht aufzustellen, die als politisches Machtinstrument auf die Waagschale legen könne. Und weil hier von der Aufstellungsgliederung 38 die Rede ist und von dem Kriegsgliederungs-, von dem KG-Endziel. Mit Rücksicht auf die Bedeutung dieses Punktes habe ich Vizeadmiral Lohmann gebeten, zu dieser etwas technischen Frage Stellung zu nehmen. Es handelt sich um Reda Exhibit Nr. 2 in meinem Dokumentenbuch Römisch 1. Und zwar dort unter Römisch 3, Seite 5. Ich glaube, dass hier ein Missverständnis in den Begriffen seitens der Anklagebehörde vorliegt. Die Begriffe Kriegsgliederung, Aufstellungsgliederung sind missverstanden worden. Bitte mir daher zu gestatten, diesen Teil des Affidavits im Rahmen meines eingeschalteten Urkundenbeweises vorlesen zu dürfen. Ich zitiere, Römisch 3 betrifft Urkunden C-135 und C-153, Rüstungsplan, Mobplan, Aufstellungsgliederung, AG, und Kriegsgliederung KG. Ich darf dazu bemerken, dass ich der Einfachheit halber C-153, die beiden Urkunden gehören zusammen, hier gemeinsam behandelt habe.
und darf deshalb die Angabe fürs Protokoll machen. C-153 ist US-43 und findet sich in dem britischen Dokumentenbuch 10a auf Seite 107. Es hat die Überschrift Rüstungsplan für den dritten Rüstungsabschnitt, ist eine lange Urkunde und datiert vom 12. Mai 1934. Ich zitiere jetzt das Affidavit Lohmann zu diesen beiden Urkunden. Die vorstehend genannten, mir vorgelegten Urkunden betreffen die Aufstellungsgliederung AG, Kriegsgliederung KG, den Mob-Plan und den Rüstungsplan RG. Die drei erstgenannten Pläne bzw. Gliederungen betreffen sachlich das gleiche Thema, unterscheiden sich nur in der Art der Zusammenstellung. Der Rüstungsplan unterscheidet sich von den anderen Planungen insofern, als der Rüstungsplan nur Neubauten und neu zu beschaffendes Material betrifft, also weniger umfassend ist. Derartige Planungen sind in der deutschen Kriegsmarine wie in der ganzen Wehrmacht und zweifellos auch für die Streitkräfte jeder anderen Nation aufgestellt worden, um für den Fall eines Konfliktes oder kriegerischer Verwicklungen die vorhandenen Kampfmittel rechtzeitig vorbereiten und zweckentsprechend einsetzen zu können. Entsprechend den veränderlichen Voraussetzungen der militärischen Entwicklung, dem Personalwechsel und den Fortschritten der Technik wurden diese Pläne für jedes Jahr neu bearbeitet. Einen wesentlichen Teil dieser für jede Wehrmacht selbstverständlichen Vorbereitungen bildete die Aufstellungs-, Mob- oder Kriegsgliederung, die eine Übersicht über die vorhandenen und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Gültigkeitstermin zu beschaffenden, zu vermehrenden oder neu zu organisierenden Kampfmittel und Einrichtungen der Marine zu Wasser und zu Lande. Ihre örtliche Verteidigung und taktische Unterstellung gab. Diese KG war für die militärische Führung die Voraussetzung für alle operativen Überlegungen, für die politische ein Anhalt für die Möglichkeiten, die sich aus Zahl und Stärke der verfügbaren militärischen Machtmittel ergaben. Die KG musste immer sehr vorausschauend aufgestellt werden und wurde in der Regel anderthalb Jahre vor ihrem Inkrafttreten vom Oberkommando der Marine herausgegeben, um den verantwortlichen Stellen die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig die notwendigen Vorarbeiten einzuleiten bezüglich Anforderung der Geldmittel beim Marinehaushalt, des Materials, Stahl, Eisen und so weiter, Vorbereitung von Unterkünften und so weiter, soweit dieses alles nicht schon durch den friedensmäßigen Ausbau der Kriegsmarine vorgesehen war. Als Hitler 1933 durch einen Fünfjahresplan bis zum 1. April 1938 eine Wehrmacht forderte, die er als politisches Machtinstrument in die Waagschale werfen konnte, wurde, unabhängig von der für jedes Jahr vorhandenen Aufstellungsgliederung, die Aufstellungsgliederung 1938 aufgestellt, bei der es sich bis 1935 im Wesentlichen um die noch nicht ausgenutzten Möglichkeiten des Versailler Vertrages sowie um eine Ergänzung des Schiffsbestandes der nach Art und Zahl nicht beschränkten Fahrzeuge handelte. Nach dem Flottenabkommen von 1935 wurde die geplante Kriegsgliederung 1938 ersetzt durch eine Kriegs-KG-Endziel, in der die Zahl der vorhandenen und zu bauenden Kriegsschiffe aller Typen
sich im Verhältnis 35 zu 100 nach der tatsächlich vorhandenen Tonnage der englischen Flotte richten sollte. Entsprechend den geldlichen und materiellen Möglichkeiten, der Kapazität der Werften und der langen Bauzeit großer Kriegsschiffe setzte man dieses vorläufige Endziel in das Jahr 1944-45. Es hätte sich nach Maßgabe des Ausbaus der englischen Flotte immer wieder verschieben können. Die verschiedenen Terminierungen haben lediglich marinetechnische Bedeutung und lassen keine Rückschlüsse auf politische Pläne zu. Zitat zu Ende. Ich darf hierzu auf einen kleinen Übersetzungsfehler im englischen Text hinweisen. Ist meines Erachtens nicht richtig, mit Terminologies, mit dem deutschen Terminologie übersetzt. Es muss wohl heißen Terms oder Termination. Herr Zeuge, sind diese Ausführungen von Vizeadmiral Lohmann richtig und wie können Sie diesen grundsätzlichen Gesichtspunkt eventuell noch ergänzen? In den Auseinandersetzungen ist alles gesagt, was zu dieser Sache zu sagen ist. Diese ganzen Aufstellungen sind meiner Ansicht nach Einrichtungen, die in jeder Kriegsmarine betrieben werden müssen, wenn man sie planmäßig ausrüsten und zum Einsatz bereit machen will. Es war an irgendeiner Stelle gesagt worden, dass wir uns vorbereiten. Das ist hier im Dokument 135, erste Seite, unter zwei, die sich immer mehr zuspitzenden deutsch-polnischen Spannungen zwangen dazu, statt der theoretischen Kriegsvorbereitung eine praktische Vorbereitung eines rein deutsch-polnischen Konfliktes zu machen. Dies ist auch wieder dahin ausgelegt worden, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube zum Jahre 1930, einen Angriffskrieg gegen Polen führen wollten. Ich habe gestern schon ausgeführt, dass unser Hauptziel war und sein musste und auch gar nicht, dass es gar nicht weitergehen konnte, als einen Angriff von Polen auf Ostpreußen, einem Angriff entgegenzutreten. Das war das Ziel unserer Arbeiten, dass wir Deutschland schützen wollten vor einem Einfall der Polen. In jener Zeit wäre ja ein Angriffskrieg gegen Polen oder sonst jemand von Seiten der immer noch schwach gerüsteten deutschen Wehrmacht ein Wahnsinn gewesen. Ich möchte dann, da hier die Zahl 1938 und die Zahl 44-45 immer wieder vorkommt, noch einmal darauf hinweisen, dass die Zahl 1938 zuerst entstanden ist, weil sie die Endzahl des Schiffbauersatzplans Teil 1 war. Das letzte Schiff von den vier Panzerschiffen dieses Schiffbauersatzplans sollte ja 36 bis 38 gebaut werden. Verzeihung, dann, ich darf daran erinnern, dass dies das Dokument Räder Nummer 7 war. Dann verfügte Hitler einen 8-5-Jahresplan, der von 33 zufällig auch bis 38 ging, worauf das KG 1938 geschaffen wurde. Und dann wurde das KG-Endziel festgelegt mit den Jahren 44-45 und der Grund für die Festlegung dieses Jahres war es, dass, wie hier drin steht, in der von Ihnen eben verlesenen Urkunde, entsprechend den geldlichen und materiellen Möglichkeiten der Kapazität der Werften und der langen Bauzeit großer Kriegsschiffe, musste
diese Zahl gewählt werden, weil man erst zu diesem Zeitpunkt eine einigermaßen brauchbare Streitkraft aufstellen konnte. Sie kommt nachher noch mehrere Male vor in einigen Schreiben von mir. Zwar ebenfalls kein Termin, der von unserer Seite etwa als Zeitpunkt eines Angriffs in Aussicht genommen war. Die Ausführungen in C-135 stehen im Einklang mit dem deutsch-englischen Flottenabkommen. Ich habe mich vielleicht nicht klar ausgedrückt. Wenn dort gesagt wird, es war dann eine neue Gliederung aufgestellt, ja, dann war damit dann gemeint, entsprechend dem deutsch-englischen Flottenabkommen. Selbstverständlich. Jedenfalls ist wohl der Hinweis unter C-135, unter Ziffer 8, so zu verstehen, da dort steht neuzeitliche Kriegsmarine, in Klammern lediglich gebunden an das deutsch-englische Flottenabkommen. Jawohl. Ich komme jetzt zu einem anderen Thema und greife zurück auf das Jahr 1933. Herr Großadmiral, wann lernten Sie Hitler kennen und hatten Sie irgendwelche Beziehungen zum Nationalsozialismus vor 1933? Ich lernte Hitler kennen am 2. Februar 1933, wo ich ihn zum ersten Mal sah und sprach, und zwar bei einer Veranstaltung, die auf Veranlassung des Generals von Blomberg im Hause des Chefs der Heeresleitung, des Generals Freiherr von Hammerstein, am Abend veranlasst worden war und wo der Reichsverteidigungsminister General von Blomberg Hitler die älteren in führenden Stellungen befindlichen Generale und Admirale vorstellen wollte. Ich komme auf den Verlauf nachher noch zurück. Ich hatte vorher keine Beziehungen zum Nationalsozialismus. Ich kannte nur den Admiral von Levetzow aus dem Weltkriege her. Er war im Stabe des Admirals Scheer, mit dem ich viel verkehrte, kameradschaftlich, und der offenbar verhältnismäßig frühzeitig mit Hitler in Verbindung gekommen war. Von diesem hörte ich aber nur, dass Hitler sich sehr viel auch mit Marinedingen beschäftige und erstaunlich unterrichtet wäre darüber. Andererseits glaube ich, dass Levetzow über den Ruf der Marine und seine Einschätzung der Marine in der damaligen Zeit Hitler auch gesprochen hat. Sonst habe ich keine Beziehungen gehabt. Was veranlasste Sie, Herr Großadmiral, 1933 im Amt zu bleiben, obwohl Sie keine Beziehung zum Nationalsozialismus hatten? Der Reichspräsident Feldmarschall von Hindenburg, gleichzeitig oberster Befehlshaber der Wehrmacht, hatte den Führer der größten Partei zum Reichskanzler ernannt. Ich glaube, dass wenn ich zu ihm gegangen wäre und ihm gesagt hätte, ich ginge nun ab oder beabsichtigte abzugehen, weil er einen neuen Reichskanzler ernannt hätte,
dass er das ganz zweifellos als eine Beleidigung empfunden hätte und mich dann in der Tat verabschiedet haben würde. Ich hatte nicht die geringste Veranlassung, meinen Oberbefehlshaber um die Entbindung von meiner militärischen Stellung zu bitten, weil er als Reichspräsident einen neuen Reichskanzler, der mir eventuell nicht passte, ernannt hatte. Wann und wo hörten Sie zum ersten Male von Hitler grundlegende Richtlinien auf politischem Gebiet? Zum ersten Male an dem eben erwähnten 2. Februar nach dem Essen im Hause des Generals von Hammerstein. Ich war ihm vor dem Essen vorgestellt worden und nach dem Essen hielt er eine programmatische Rede. Er war in Begleitung des Außenministers, Herrn von Neurath, dort erschienen. Sonstige Parteimitglieder waren nicht mit zugegen. In seiner Ansprache erwähnte er zunächst seinen Werdegang und seine nationalen und sozialen Ziele. Er sprach davon, dass er dem Deutschen Reich die Gleichberechtigung wiedererwerben wolle. Er sprach auch davon, dass er danach streben werde, die Fesseln von Versailles zu lösen, dem Deutschen Reich die Souveränität in seinem Innern wieder zu verschaffen und sprach dann über seine sozialen Ziele, die Herstellung einer wahren Volksgemeinschaft im ganzen deutschen Volke, die Hebung des Lebensstandards des Arbeiters, die Förderung des Bauern, der Landwirtschaft, die Einrichtung des Arbeitsdienstes und die Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Er betonte ganz besonders, das war vielleicht der Hauptpunkt, dass er die ganze Politik, sowohl die innere Politik als auch die äußere, allein führen werde. Dass die Wehrmacht nichts damit zu tun haben werde. Dass die Wehrmacht auch im Innern, bei inneren Unruhen, nicht eingesetzt werden würde. Dafür habe er andere Kräfte. Die Wehrmacht wolle er, der Wehrmacht wolle er eine ruhige Entwicklung sichern, damit sie zu dem Faktor werden könne, der erforderlich wäre, um zu verhindern, dass das Reich weiterhin nach außen der Spielball anderer Nationen wäre. Und dazu sei es nötig, dass die Wehrmacht ihre ganze Arbeit in den kommenden Jahren auf die Vorbereitung ihrer Hauptaufgabe, die Ausbildung für die Verteidigung des Vaterlandes im Notfalle nach außen hin verwende. Die Wehrmacht würde der einzige Waffenträger sein und an ihrer Struktur solle nichts geändert werden. Auf Einzelheiten irgendwelcher Art ging er nicht ein. Es war ja ein verhältnismäßig großer Kreis dort versammelt. Von irgendwelchen Kriegsabsichten, kriegerischen Absichten, war in gar keiner Weise die Rede. Diese Rede wirkte außerordentlich befriedigend auf sämtliche Zuhörer. Er erwähnte den Reichspräsident Hindenburg, gleichzeitig Oberbefehlshaber der Wehrmacht,
mit besonderer Ehrerbietung. Und man hatte den Eindruck, dass er diese allverehrte Persönlichkeit besonders respektieren würde. Diese Rede war die eine Grundlage, die er mir als dem Chef der Marineleitung gab. Ebenso wie dem Chef der Heeresleitung und den anderen. Herr Großadmiral, wann hielten Sie den ersten Marinevortrag bei Hitler? Und welche grundsätzliche Stellung nahm Hitler ein bei dieser Gelegenheit speziell zur Marine? Den ersten Marinevortrag hielt ich ihm in Gegenwart des Generals von Blomberg, dem ich unterstellt war, dem Reichsverteidigungsminister, einige Tage später. Ich kann den genauen Tag nicht mehr sagen, aber es war nicht lange danach. Und hier erhielt ich von Hitler den zweiten Teil der Grundlage für meine kommende Führung der Marine. Ich trug Hitler zunächst vor über den Stand der Marine, über die verhältnismäßig geringe Durchführung des Versailler Vertrages durch die Marine, die geringe Stärke, über den Schiffbauersatzplan und über die marinepolitischen Ereignisse wie Vertrag von Washington von 22, Vertrag von London von 30, dann Stand der Abrüstungskonferenz. Über diese Dinge war er schon völlig orientiert. Er sagte nun, er wolle mir die Grundlage seiner Politik sagen, die der Marinepolitik auf lange Sicht zugrunde zu legen sei. Ich erinnere mich dieser Worte der kommenden noch ganz besonders deutlich. Er wolle... Nicht zu schnell, bitte. Er wolle unter keinen Umständen in irgendwelche Verwicklungen mit England, Japan oder Italien kommen. Vor allem nicht mit England. Dies wolle er dokumentieren dadurch, dass er versuchen wolle, im Einvernehmen mit England eine Festlegung des Stärkeverhältnisses der deutschen Flotte zur englischen Flotte zu erreichen. Er wolle dadurch zeigen, dass er England ein für alle Mal das Vorrecht zuerkenne, eine seinen großen Weltmachtinteressen, überwiegenden Weltmachtinteressen, entsprechende, überlegene Seemacht zu besitzen. Die deutsche Flotte brauche nur im Rahmen einer europäischen Kontinentalpolitik ausgebaut zu werden. Dieses wurde für mich der zweite große Grundsatz, nachdem ich die Marine geführt habe. Über das Stärkeverhältnis wurde bei dieser Gelegenheit noch nicht gesprochen, sondern erst später. Dieser Entschluss Hitlers war für mich und für die ganze Marine eine ganz außerordentlich große Genugtuung. Denn er bedeutete ja den Fortfall jedes sinnlosen Konkurrierens mit der ersten Seemacht und die Möglichkeit eines soliden, allmählichen Aufbaus unserer Flotte.
Ich glaube, dass dieser Entschluss doch in der ganzen Marine mit großer Freude begrüßt worden ist und mit großem Verständnis. Und später ist eigentlich mit demselben Verständnis dann auch der Russlandpakt begrüßt worden, da diese Konstellation Russlandpakt und Flottenvertrag ja eine wunderbare Entwicklung, Weiterentwicklung gewährleistet hätten. Es gab auch Menschen, allerdings nicht in der Marine, die der Ansicht waren, dass das ein Zurückweichen wäre. Aber diese Beschränkung wurde von der Mehrzahl der Deutschen mit größtem Verständnis begrüßt. Herr Großadmiral, wie standen Sie persönlich zu Hitler und wie beurteilten Sie ihn im Laufe der Jahre? Und wie stellte sich Hitler zu Ihnen ein? Ich begrüßte die energische Persönlichkeit, offenbar sehr intelligent war, über eine ungeheure Willenskraft verfügte, ein Meister in der Menschenbehandlung war, nach meiner Beobachtung in den ersten Jahren ein großer und sehr geschickter Politiker, dessen vorher schon erwähnten nationalen und sozialen Ziele großen Widerhall sowohl in der Wehrmacht als auch im ganzen deutschen Volk fanden. Mr. Böhm thinks that this might be taken more shortly. We've heard it from so many of the defendants. Ja. Soll der Angeklagte seine Beziehung zu Hitler nicht erst schildern? Glaubt das Gericht, dass das unerheblich ist? I think he might do it shortly. Schön. Großadmiral, ich bitte Sie. Ja, ich möchte nur begründen mit meiner Einschätzung Hitlers, weswegen ich nicht zu irgendeinem Zeitpunkt weggegangen bin von ihm. Was mir ja von der Anklage eigentlich sehr stark nahegelegt worden ist. Die ersten Schritte, die er tat, sowohl in innerpolitischer Beziehung als auch in außenpolitischer Beziehung, erweckten ganz zweifellos eine Bewunderung vor seinem politischen Geschick und erweckten auch die Hoffnung, dass ebenso wie er die ersten Schritte ohne Blutvergießen und ohne politische Verwicklung zurücklegte, dass er auch die späteren Probleme, die sich da wurden, friedlich lösen würde. You see, we have heard this thing, as I pointed out, this sort of thing, view of Hitler's ability from nearly every one of the defendants. And therefore it is very cumulative. And if this defendant wishes to say that he was impressed, greatly impressed, by Hitler's qualities, that is quite sufficient. All the rest is cumulative. Ja. Also da will ich nur sagen, dass ich in den ersten Jahren keine Veranlassung fand, Überlegungen darüber anzustellen, ob ich in meiner Stellung bleiben dürfe oder nicht. Herr Großadmiral, auf die späteren Komplikationen
komme ich nachher. Kommen wir von selbst schon bei den späteren Themen. Jawohl. Ich glaube, wir können diesen Punkt dann Wunsch des Gerichts entsprechend abschließen. Ja. Ich komme damit zu dem deutsch-englischen Flottenabkommen und frage Sie nur ganz kurz, wie ist es zu diesem Flottenabkommen von 1935 gekommen? Ich darf mich beziehen auf Reeder Exhibit Nr. 11 im Dokumentenbuch Römisch 1, Seite 59. In Tieren ist das Flottenabkommen enthalten, und zwar in der Form eines Briefes des deutschen Außenministers an die britische Regierung. Der eigentliche Inhalt ist aber von der britischen Seite festgelegt, wie die Eingangsworte zeigen. Ich beehre mich, Euer Exzellenz, den Empfang des Schreibens vom heutigen Tage zu bestätigen, indem Sie die Freundlichkeit hatten, mir im Namen der Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich Folgendes mitzuteilen. Und von britischer Seite ist dann Folgendes gesagt: Während der letzten Tage haben die Vertreter der Regierung des Deutschen Reiches und der Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich Besprechungen abgehalten, deren Hauptzweck darin bestand, den Boden für eine allgemeine Konferenz zur Begrenzung der Seerüstungen vorzubereiten. Ich freue mich, Euer Exzellenz, nunmehr die formelle Annahme des Vorschlages der Regierung des Deutschen Reiches, das in diesen Besprechungen zur Erörterung gestanden hat, durch die Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich mitzuteilen, wonach die zukünftige Stärke der deutschen Flotte gegenüber der Gesamtflottenstärke der Mitglieder des britischen Commonwealths im Verhältnis 35:100 stehen soll. Die Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich sieht diesen Vorschlag als einen außerordentlich wichtigen Beitrag zur zukünftigen Seerüstungsbeschränkung an. Weiterhin glaubt sie, dass die Einigung, zu der sie nunmehr mit der Regierung des Deutschen Reiches gelangt ist und die sie als eine vom heutigen Tage ab gültige, dauernde und endgültige Einigung verstanden. This is a well-known document and the tribunal will take judicial notice of it, of course. It isn't necessary to read it all. Doch, als Reeder Exhibit Nummer 11. Ich darf nur noch daran erinnern, dass laut dieser Urkunde unter Ziffer 2 klein f an sich von der britischen Regierung anerkannt wurde, dass hinsichtlich der Unterseeboote Deutschland die gleiche Anzahl haben dürfe. Das waren seinerzeit ca. 52.000 Tonnen, etwas über 100 U-Boote. Die Regierung des Deutschen Reiches verpflichtete sich indessen freiwillig, sich mit 45% der Gesamt-U-Boot-Tonnage des britischen Reiches zu begnügen. Wurde diese Basis Grundlage für eine friedliche Entwicklung Deutschlands angesehen und allgemein in der Marine begrüßt? Jawohl, wie ich vorher schon erwähnte, großer Genugtuung. Da eine Stellungnahme aus früheren Jahren noch größeres Gewicht hat als
eine jetzt im Prozess abgegebene Erklärung. Darf ich in diesem Zusammenhang Reda Exhibit Nr. 12 überreichen? Dokumentenbuch Römisch 1, Seite 64. Es handelt sich hierbei um ein Schreiben von Großadmiral Reda für die Unterrichtung des Offizierskorps vom 15. Juli 1935, also einen Monat nach dem Flottenabkommen. Damals hat Reda gesagt, ich zitiere Absatz 2, das Abkommen ist aus dem Entschluss des Führers entstanden, das Stärkeverhältnis der Flotten Deutschlands und des Britischen Reiches auf 35:100 festzusetzen. Dieser aus Erwägungen der europäischen Politik gefasste Entschluss bildete den Ausgangspunkt der Londoner Verhandlungen. An ihm wurde gegen anfänglichen englischen Widerstand unbeirrt festgehalten und unsere Forderungen wurden restlos durchgesetzt. Dem Entschluss des Führers liegt der Wille zugrunde, die Möglichkeit einer Gegnerschaft Deutschlands und Englands für die Zukunft auszuschließen und daher auch eine Flottenrivalität zwischen den beiden Ländern endgültig auszuschalten. Von Bedeutung ist auf der Seite 66 noch der Satz, von dem Übrigen bitte ich so Kenntnis zu nehmen, durch das Abkommen ist der Aufbau der deutschen Kriegsmarine in dem vom Führer festgelegten Ausmaß durch England formell gutgeheißen worden. Und dann kommen die einzelnen Tonnageangaben. Dann bitte ich noch den Schlusssatz dieses Dokumentes zu beachten, für die Einstellung von Reda damals, ich zitiere, auf politischem Gebiet bedeutet das Abkommen deswegen einen besonderen Erfolg, weil es den ersten Schritt zu einer praktischen Verständigung darstellt und weil es die erste Auflockerung der bisher gegen Deutschland gerichteten starren Front unserer ehemaligen Gegner gebracht hat, wie sie erneut besonders krass in Stresa in Erscheinung tritt. Herr Großadmiral, wurde diese Linie der friedlichen Entwicklung, die Sie damals niederlegten, in den nächsten Jahren konsequent weiterverfolgt? Jawohl. Ich darf dem Hohen Tribunal in diesem Zusammenhang noch Exhibit Reda Nr. 13 vorlegen. Es ist ein Dokument, das ebenfalls, um Zeit zu sparen, mir die Möglichkeit gab, auf die Vernehmung von Vizeadmiral Lohmann zu verzichten. Es handelt sich hierbei, im Dokumentenbuch Römisch 1, Seite 68. Das Dokument heißt die Neuordnung der deutschen Flottenentwicklung und stellt eine grundsätzliche Arbeit dar. Und zwar einen Vortrag von Vizeadmiral Lohmann, den dieser im Sommer 1935 an der Hanseatischen Universität in Hamburg gehalten hat. Ich bitte von dem Dokument in den wesentlichen Punkten Kenntnis zu nehmen und darf, da dieses eine grundlegende, im Auftrage des Oberkommandos vorgenommene Arbeit gewesen ist, nur Folgendes zitieren. Admiral Lohmann führt zunächst aus, dass aufgrund der Wehrfreiheit die Marine nun an keine Beschränkung mehr gebunden gewesen wäre. Dass sich aber Hitler nicht auf diesen Rechtsstandpunkt gestellt habe. Und ich fahre nun wörtlich fort.
Der Führer hat aber einen anderen Weg gewählt. Er hat es vorgezogen, mit England als dem unserer einstigen Gegner, der sich seit Jahren bemüht hat, für unsere Seite 70. Der sich seit Jahren bemüht hat, für unsere schwierige Stellung Verständnis zu zeigen, unmittelbar über die Gestaltung der deutschen Seerüstung zu verhandeln. Und auf Seite 71 spricht Lohmann zunächst von Verlautbarungen in der Presse und so weiter, die etwas irreführend gewesen waren, und fährt dann wörtlich fort. Umso überraschender wirkte dann der Abschluss des Abkommens, das eine völlige Übereinstimmung der beiden Regierungen zum Ausdruck brachte und nicht, wie manche Rüstungsabkommen aus früherer Zeit, mehr Verbitterung als Verständigung hinterließ. Der Sinn für Fairness, den die englischen Staatsmänner auf allen, den oft recht schmutzigen Wegen der hohen Politik nicht verloren haben, kann angesichts der rückhaltlosen Aufrichtigkeit der deutschen Erklärungen, der würdigen Festigkeit des deutschen Auftretens und des leidenschaftlichen Friedenswillens, der die Reden und Taten unseres Führers beseelt, zum Durchbruch. Anders als früher klang aus den Reden der britischen Führer Achtung und Anerkennung. Und die ist bei uns als Zeichen ehrlicher Verständigungsbereitschaft zur Kenntnis genommen worden. Kaum weniger wertvoll aber als die Stellungnahme der amtlichen Führung sind die Stimmen aus den Kreisen der englischen Frontkämpfer. Dafür ein Beispiel. Als im November 1918 die deutsche Flotte zur Internierung in Scapa Flow von den englischen Geschwadern in Empfang genommen wurde, setzte der englische Flottenchef Lord Beatty, der große Gegner unserer Kreuzer Admirals Hipper, das berüchtigt gewordene Signal: Vergesst nicht, dass der Feind eine verächtliche Bestie ist. Und dieser Großadmiral hat noch manches Mal seiner Abneigung gegen Deutschland Ausdruck gegeben. Am 26. Juni aber erklärte derselbe Lord Beatty vor dem englischen Oberhause: Ich bin der Meinung, dass wir Deutschland Dank schuldig sind. Sie kamen zu uns mit ausgestreckten Händen und erklärten, dass sie mit dem Stärkeverhältnis von 35 zu 100 einverstanden seien. Wenn sie andere Vorschläge gemacht hätten, wir hätten sie auch nicht hindern können. Dass wir nun wenigstens einem Lande der Welt gegenüber kein Wettrüsten zu fürchten haben, ist wahrlich eine Sache, für die man dankbar sein muss. Zitat zu Ende. Ich darf dann nur noch auf die Seite 73 verweisen, wo die Begrenzung erwähnt ist. Schlachtschiffe 35.000 Tonnen. Diese Begrenzung spielt eine Rolle in dem Anklagedokument C23. Es ist von gewisser Bedeutung, dass an dieser Urkunde neben dem Worte Schlachtschiffe 35.000 Tonnen das Wort Panamakanal steht. Die Begrenzung auf 35.000 Tonnen ist nicht so entscheidend und wichtig, wie die Anklage es darstellen wollte. Dies ist der Ursprung. Die Vereinigten Staaten wollten damals die Begrenzung mit 35.000 Tonnen wegen der Größe und Tiefe des Panamakanals, weil der Panamakanal bei größerer Tonnage vergrößert werden musste. Ich komme später darauf zurück, weil die Begrenzung auf 35.000 Tonnen auch schließlich nicht mehr aufrechterhalten wurde. Dann darf ich noch verweisen auf Seite 76, wo die Tonnageziffer erwähnt ist, von 52.700 Tonnen.
zum Beweise dafür, dass dies die Ausgangssumme ist für den Vergleich mit den deutschen U-Booten. Es ist geschichtsbekannt und wird hier erwähnt, dass Frankreich sich an der Beschränkung nicht beteiligte und seinerzeit mit 96.000 Tonnen die stärkste U-Boot-Macht war. Sie hatten 96 fertige und 15 in Bau. Ebenfalls ist geschichtsbekannt, dass Deutschland, was hier auch erwähnt wird auf derselben Seite, immer der Abschaffung der U-Boote zugestimmt hat. Nachdem es 315 U-Boote nach dem vorigen Krieg vernichten musste. Herr Großadmiral, zeigte sich dieses ja aus diesen Dokumenten sich ergebende gute Einvernehmen mit der englischen Flotte auch bei anderen oder irgendwelchen besonderen Anlässen? Ich bemühte mich, ein solches gutes Einvernehmen weiterhin zu pflegen und dem auch gegenüber der englischen Marine Ausdruck zu geben. So geschah das zum Beispiel, als mir durch eine englische Nachrichtenagentur telefonisch der Tod des Admiral of the Fleet Jellicoe mitgeteilt wurde, der ja im Ersten Weltkrieg an der Spitze der englischen Flotte uns gegenüber gestanden hatte und als ein sehr ritterlicher Gegner immer empfunden worden war. Ich gab durch diese Telegrafenagentur eine Botschaft an die englische Marine, issues we've got to consider. Also jedenfalls bemühte ich mich, ein gutes Einvernehmen mit der englischen Flotte in der Zukunft herzustellen und aufrechtzuerhalten. Am 17. Juli 1937 wurde dann ein weiteres deutsch-englisches Flottenabkommen unterzeichnet. Ich überreiche dieses in Reeder Exhibit Nr. 14, Dokumentenbuch Römisch 1, Seite 81. Es ist ein sehr langes Dokument, das auch nur zum Teil übersetzt und abgeschrieben wurde. Ich muss zum Verständnis des Verstoßes, den die Anklage vorwirft, auf ein paar Punkte hinweisen. Das Abkommen betrifft die Begrenzung der Seerüstungen und hauptsächlich den Nachrichtenaustausch über Flottenbau. In Artikel 4 findet sich die schon erwähnte Beschränkung auf 35.000 Tonnen für ein Schlachtschiff. Und in Artikel 11 und 12, die ich wegen ihres technischen Charakters nicht vorlese, sondern davon Kenntnis zu nehmen bitte, findet sich die Verpflichtung beider Regierungen, alljährlich eine Mitteilung über das Jahresprogramm der Schiffe der Flotte zu machen. Und zweitens, und zwar der ersten vier Monate eines jeden Kalenderjahres das Jahresprogramm anzugeben und vier Monate vor dem Zeitpunkt der Stapellegung Einzelheiten über bestimmte Schiffe, hauptsächlich die großen Schiffe. Zum Verständnis der ganzen Angelegenheit, die hinsichtlich des Flottenabkommens dem Angeklagten vorgeworfen wird, darf ich mich beziehen auf die Artikel 24
bis 26. Diese drei Artikel zeigen, dass ein... Can you summarize these articles? Ja, ich wollte sie nicht vorlesen. Ich wollte nur einen Punkt daraus erwähnen. In diesen Artikeln werden die Voraussetzungen aufgezählt, unter denen einer der beiden Vertragsschließenden von dem Vertrage abweichen darf. Es war also von vornherein für zulässig erklärt, unter bestimmten Voraussetzungen abzuweichen. Und zwar Artikel 24, falls eine der Vertragsschließenden in einen Krieg verwickelt wird. Artikel 25, falls eine andere Macht, also Vereinigte Staaten, Frankreich oder Japan, ein Fahrzeug baut oder erwirbt, das größer ist, als in diesem Flottenabkommen vorgesehen ist. In diesem Artikel ist ausdrücklich auf Artikel 4, also auf Schlachtschiffe mit 35.000 Tonnen verwiesen. Man war lediglich verpflichtet, bei einer Abweichung den anderen Vertragsschließenden zu benachrichtigen. Und in Artikel 26, die allgemeinste Grundlage für ein Abweichen, nämlich im falls es die nationale Sicherheit erfordert, ist man berechtigt abzuweichen. Die weiteren Einzelheiten sind im Augenblick nicht notwendig. Wie haben sich... That the deviation is subject to notification of the other party under subarticle 2. Yes. Well, I thought it was just relevant on that, that on clause 26, any deviation is subject to notification of the other party of the deviation to be embarked on. Ich glaube, prosecution say that this agreement was broken? Ja. Zu dem, was Herr David eben sagte, darf ich bemerken, dass ich darauf hingewiesen habe, dass ein Abweichen unter diesen Voraussetzungen gestattet war, dass aber die Verpflichtung bestand, es dem anderen Vertragsteil mitzuteilen. Vielleicht ist es vorher nicht ganz oder vollständig übersetzt worden. Ist also auch im Jahre 1937, Herr Großadmiral, dieses Abkommen wiederum unter dem Gesichtspunkt, unter dem gleichen von Ihnen geschilderten Gesichtspunkten abgeschlossen? Und sind noch irgendwelche Tatsachen bemerkenswert, die zu diesem Abkommen führten? Im Jahre 1936 waren die Verträge, die England bis dahin schon abgeschlossen hatte, mit anderen Mächten, soweit ich mich erinnere, abgelaufen. Und es war infolgedessen das Bestreben Englands, 1936 im Laufe des Jahres die Verträge zu erneuern. Und der Umstand, dass wir 1937 aufgefordert wurden, dem neuen Vertrag, der von all den Mächten geschlossen worden war, beizutreten, bedeutete, dass nunmehr Deutschland seinerseits ganz in den Rahmen dieser Gesamtverträge eingegliedert werden sollte. Die deutsche Übertragung
Der Hörer funktioniert im Moment nicht. Hier auch nicht. Hören Sie wieder? Nein. Können Sie jetzt hören? Sehr leise. So leise, dass man es nicht ganz versteht. Leise. Jetzt? Jetzt ja. Normal noch verhältnismäßig nicht, aber leise. Leise. Ja. Sehr leise. Immer noch das Gleiche. Ganz in der Ferne. Jawohl. Jetzt normal, ja. Bei mir ja. Ist bei Ihnen normal? Jetzt normal. Die Anklage hat Ihnen nun den Vorwurf gemacht, dass gegen dieses deutsch-englische Flottenabkommen verstoßen ist. Und zwar mit der Urkunde C23 gleich US 49. Herr Präsident, die Urkunde findet sich im Dokumentenbuch der britischen Delegation Nummer 10, Seite 3. Die Urkunde stammt vom 18. Februar 1938. Sie ist mehrfach in diesem Prozesse erwähnt und lautet zu Beginn: bei den Schlachtschiffen Scharnhorst, Gneisenau und FG ist in beiden Fällen das wahre Typendeplacement um 20% größer als den Engländern angegeben worden ist. Es kommt dann die Liste, woraus sich ergibt: Scharnhorst 26.000 Tonnen angegeben, 31.000 Tonnen 300 wahres Deplacement. Und der Tiefgang um einen Meter zu niedrig angegeben. Und bei F, das ist der Typ von Bismarck und Tirpitz, wurden mit 35.000 Tonnen angegeben und haben tatsächlich 41.700 Tonnen. Der Tiefgang ist um ungefähr 80 Zentimeter zu gering angegeben. Es liegt also, nach dem, was wir gesehen haben, ein klarer Vertragsverstoß vor. Ich gehe davon aus, Herr Großadmiral, dass Sie diesen Verstoß, Vertragsverstoß, nicht bestreiten. Nein, keiner weiß. Es waren allerdings zur Zeit dieser Urkunde nur 4 Schlachtschiffe, die in Betracht kommen. Scharnhorst, Gneisenau, Bismarck und Tirpitz. Waren Dr. diese Siemens, you are again, it appears, to the Bureau, making statements instead of asking questions of the witness. Glaubt der Herr Präsident lediglich, da ich den Dokumentenbeweis mit hineinnehme, nur die Verbindung herzustellen, damit man weiß, um was es sich handelt? Ich wollte in diesem Moment die Frage hierzu stellen. Und zwar die Frage: Waren die genannten 4 Schlachtschiffe zur Zeit dieser Urkunde schon in Dienst gestellt? Nein, waren noch nicht in Dienst gestellt. Noch keins der 4 Schlachtschiffe? Nein. Ich darf, wenn es mir gestattet wird,
darauf hinweisen, dass ich die genauen Daten der Indienststellung, die der Zeuge schlecht aus dem Kopf ansagen kann, aus dem Affidavit Lohmann, Räder Nummer 2 unter römisch 4 ergeben. Well, I think you must prove them. You can't state them without proving them. Ja, gern. Ich beziehe mich auf Räder Exhibit Nummer 2, das dem Tribunal bereits vorgelegt ist. Und zwar auf das Affidavit von Lohmann. Seite 5, das ist Dokumentenbuch römisch 1, Seite 8. Ich zitiere, die deutsche Kriegsmarine hat im Rahmen des deutsch-englischen Flottenabkommens 4 Schlachtschiffe in Dienst gestellt. Nachstehend gebe ich die einzelnen Daten hinsichtlich Stapellegung, Stapellauf und Indienststellung auf, soweit ich diese Daten noch mit Sicherheit feststellen kann. Scharnhorst, Stapellegung nicht mit Sicherheit festzustellen. Stapellauf 3. Oktober 36, Indienststellung 7. Januar 39. Gneisenau, Stapellegung nicht, für mich nicht festzustellen. Stapellauf 8. Dezember 1936. In Dienststellung 31. Mai 1938. Nee, 39. Bismarck, Stapellegung 1936. Stapellauf 14. Februar 1939. In Dienststellung 2. August 1940. Tirpitz, Stapellegung 1936, Stapellauf 1. April 1939, in Dienststellung 1941, das genaue Datum hat Admiral Lohmann nicht feststellen können. Die H, ich darf bemerken, das sind die weiteren in der C-23 genannten Schiffe. Geplant, jedoch später abgewrackt. Sommer 1939 bereits abgewrackt. Und auch nur das erste H. Insoweit handelt es sich also um keine endgültigen Vorbereitungen und Bauten. Da der Vertragsverstoß klar ist, kommt es darauf an, wie dieser Verstoß anzusehen ist. Die Anklage hat gesagt, dass dieser Vertragsverstoß verbrecherisch ist, weil er Angriffsabsichten enthält. Um Zeit zu sparen, zumal es sich teilweise um technische Fragen handelt, darf ich, bevor ich den Angeklagten weitervernehme, im Rahmen des Dokumentenbeweises, den ich mit Erlaubnis des Gerichtes eingeschaltet habe, Räder Exhibit Nummer 15 überreichen, aus dem sich meines Erachtens ergibt, dass keine Angriffsabsichten vorlagen. Räder Exhibit Nummer 15 ist ein Affidavit, im Dokumentenbuch römisch 1, Seite 94. Es handelt sich um ein in Hamburg vor einem Notar abgegebenes Affidavit von Dr. Ing. H.C. Wilhelm Süchting. Da dieses Affidavit für diese zur Widerlegung der Urkunde C23 wichtig ist, darf ich hier zitieren. Ich bin der frühere Schiffsbaudirektor der Werft von Blom und Voss in Hamburg.
seit 1907 bis 1905. Verzeihung. Seit 1907 bis 1945 bei der Firma tätig gewesen und mit allen Fragen des Kriegs- und Handelsschiffsbaus vertraut. Insbesondere bin ich als Ingenieur im Einzelnen über den Bau von Schlachtschiffen für die deutsche Kriegsmarine unterrichtet. Dr. Siemers, Rechtsanwalt zu Hamburg, hat mir das Dokument C23 vom 18. Februar 1938 mit der Bitte um Stellungnahme vorgelegt. Aus dieser Urkunde ergibt sich, dass die Marine entgegen dem früheren Abkommen das Deplacement und den Tiefgang der Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau sowie weiterer vorgesehener Schlachtschiffe den Engländern gegenüber um ca. 20% niedriger angegeben hat, als es den Tatsachen entspricht. Zur Aufklärung darüber, wie es zu den Angaben gekommen ist, kann ich Folgendes anführen. Die den Engländern gemachten Angaben, die laut Flottenabkommen 4 Monate vor Stapellegung erfolgen mussten, beruhen meiner Annahme nach darauf, dass die Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau ursprünglich nur mit dem angegebenen Deplacement von 26.000 Tonnen und einem Tiefgang von 7,50 Meter und das Schlachtschiff F in Klammern Bismarck mit einem Deplacement von 35.000 Tonnen und einem Tiefgang von 7,90 Metern geplant waren. Wenn diese Schlachtschiffe später ein größeres Deplacement und einen größeren Tiefgang aufwiesen, so beruhten diese Veränderungen auf Anordnungen oder Wünschen der Marine, die während der Ausarbeitung des Entwurfs auftraten und vom Konstruktionsamt erfüllt werden mussten. Die Veränderungen beruhten auf dem von der Marine immer wieder vertretenen Standpunkt, die Schlachtschiffe so zu bauen, dass sie möglichst unsinkbar werden würden. Die Erhöhung der Tonnage beruhte nicht darauf, die Offensivkraft des Schiffes zu erhöhen. Entschuldigung, Herr Präsident, bin aber sofort fertig. Die Erhöhung der Tonnage beruhte nicht darauf, die Offensivkraft des Schiffes zu erhöhen, sondern geschah zu Defensiv- und Schutzzwecken. Ich darf darauf hinweisen, dass im englischen Text ein Übersetzungsfehler ist. Es fehlt hier das Wort not. Es muss heißen, not meant. Und dort steht nur Miet. Die Marine legte bei den Schlachtschiffen im Laufe der Zeit steigendes Gewicht auf größere Unterteilung des Schiffskörpers, um den Grad der Unsinkbarkeit und den Schutz bei Wassereinbrüchen so gut wie möglich zu gestalten. Die neuen Schlachtschiffe erhielten daher eine große Breite, sehr viele Querschotte mit nur etwa 10 Meter Abstand und viele Längs- und Querschotte außerhalb des Torpedoschotts. Gleichzeitig sind auch die Stärke sowohl des Vertikal- wie des Horizontalpanzers, soweit ich unterrichtet bin, größer und auf weitere Flächen verteilt, als dies bei anderen Marinen üblich ist. Isn't it to say that his explanation is that they were altered in the course of construction for technical reasons? Doesn't matter what the technical reasons are. Verzeihung, Herr Präsident, ich glaube,
bei einem Vertragsverstoß, der klar feststeht, ist es wichtig, welcher Art dieser Vertragsverstoß ist. Ich glaube nicht, dass man bei jedem Vertragsverstoß sagen kann, das ist ein Kriegsverbrechen. Es kommt darauf an, ob dieser Vertragsverstoß ein Kriegsverbrechen im Sinne des Statuts ist, also in der Absicht geschah, Angriffskriege zu führen. Ein harmloser Verstoß, der letzten Endes in jedem Handelsprozess vorkommt, kann kein Verbrechen sein. Pardon. The affidavit is before us. We shall read it. In fact, I mean, you've already read the material parts of it. Now I think we'd better adjourn.